Recht herzlich willkommen zur 247. Folge von Towns. Ja, wir hatten letztes Mal 3 von 2 Wasserrädern hier und das dritte haben wir nochmal neu angestoßen, in der Hoffnung, dass es dann gebaut wird. Wie das ist, wissen wir nicht, werden wir dann sehen. Wir gehen nochmal in den Keller, da waren wir ja zuletzt auch und haben da geschaut, wie es hier vorangeht. Hier ist noch ein Gang zum Beispiel und da läuft gerade schon jemand und holt wieder was, oder? Baut hier ab. Baut ab, das ist schon mal gut. Dann gibt es eine Abkürzung, aber leider nicht alles gemacht, sondern wieder nur ein Teil. Hier unten geht ein Held, der jetzt weiterentdecken wird. Das ist sehr schön. Da schauen wir, dass wir den Gang... Oh, er dreht um und er entdeckt nichts. Auch sehr cool wieder. Hier wäre noch was zu entdecken. Hier wäre noch was zu entdecken. Da ist Sabbat. Hier oben sind wir auch so am Ende, aber hier wird gerade gekämpft. Da ist jetzt noch weiter. Okay, der hat gut aufgeräumt und macht noch ein bisschen weiter, auch sehr schön. Okay, na, entdeckt noch ein bisschen, vielleicht gibt es da gleich noch ein Kämmerlein. Noch, naja, jetzt geht er zurück, aber okay, den Raum haben wir dann wenigstens entdeckt, der ist zu, aber er geht da noch nicht weg, vielleicht geht er da nochmal rein. Aber ich gehe davon aus, dass er erst jetzt gleich abhaut, oder? Müssen wir mal schauen. Ja, jetzt geht er. So, hier ist noch was zu entdecken. Hier auch. Hier geht schon wieder jemand weiter. Irgendwo wird aber schon gekämpft. Keine Ahnung wo. Schwierig zu beurteilen. Da ist noch nicht. Ah, hier ist ein ganzer Raum. Okay. Und da kommt Nachschub von Helden, die das unterstützen. Okay, und jetzt ist auch die Sache erledigt. Wer ist das denn? Stone Golem war das, oder was? Sehr interessant. Der Raum ist aufgeräumt. Da wollte man einen Durchbruch machen, der ja jetzt schon fast nicht mehr nötig ist, ne? Er geht jetzt und schaut in den leeren Raum. Gerade alle Helden wahrscheinlich hier unten, so wie das aussieht. Da ist noch nichts passiert. Hier geht noch was zum Gucken. Ja, die gehen schon wieder hoch. Nach hier rechts kann man nichts entdecken. Okay, jetzt wird gerade der Durchbruch gemacht irgendwo. Dieser war es nicht, dann war es der andere, der hier war. Okay, jetzt ist aber auch der zweite Durchbruch. Nee, das war woanders. Keine Ahnung, wo jetzt der Durchbruch war. Hier unten wird entdeckt, da gehen wir da mal weiter gucken. Okay, was ist das hier für einer? Oh, schade, zu spät, ne? Stone Troll ist das, okay. Und das ist ein Draug, so. Keine Ahnung, was da. Hier geht's auch noch weiter, das ist schon mal gut. Vielleicht entscheidet er sich dazu. Ja, da ist auch noch ein Viech drin gewesen. Hier geht auf jeden Fall noch ein Entdeckungskurs weiter. Aber den Mann kann ich mal sehen. Den nächsten Raum, weil, ja. Okay, das ist durchgebrochen. Hier gibt es jetzt nichts mehr zu entdecken, außer diesen Raum noch. Den kann man da gut erreichen. Ja, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen was machen, ne? Da kommen wir nicht so weiter. Ist jetzt die Frage, wo wir uns da reinbohren. Ich würde jetzt einfach hier sagen, ne? Machen wir erstmal hier die Eisengeschichte weg und gucken, wie es da weitergeht. Gut, irgendwo wurde wieder was gemacht. Das heißt, hier unten mal gucken, ob da weitergegangen worden ist. Nee. Wo ist denn hier jetzt noch was? Das muss ja dann hier irgendwo sein. Ja, war auch wohl. Da oben nicht, aber hier unten vielleicht. Okay, da geht noch ein Raum zurück. Okay, da kommt der nächste. Schauen wir mal gucken, wo der Teddybär hingeht. Nee, da ist Ende. Du musst da lang. Ja, sehr schön. Na, wollen wir noch ein Stück? Nein, wir gehen wieder zurück. Alles klar. Dann nehmen wir einen anderen Weg. Naja, geht wohl wieder nach oben. Da ist noch jemand, der... Ja, keine Ahnung, was er macht. Hat wahrscheinlich was geholt und war nicht mehr da oder sowas. Hatten wir ja auch jetzt schon öfter. Weil da oben ist immer noch der Händler, der noch Knochen haben will, ne? 14 Knochen, 50... Menschliche Überreste, würde ich sagen.
die wir aber nie zusammenkriegen irgendwie. Er baut jetzt hier nochmal ab, oder? Ja. Dann haben wir die Kohle auch zusammen. Mal Kohle, ne? Ja. Ne, mit dem Hammer. Den verfolgen wir mal gerade. Der geht hier hoch. Warum geht man da unten lang, wenn man da oben auch lang gehen könnte? Ginge doch, oder? Komisch. Okay, oben wird abgebaut. Haben wir nur drei. Da können wir aber schon mal das auswählen. Gehen da schnell hin, machen das mal hier nochmal. Und dann gucken wir hier, wo er weitergeht. Okay, er geht nach da oben. Und entdeckt den Gang neu. Die Räumlichkeiten, die dahinter sind. Ein Ghoul. Maxi oder so ähnlich. Jetzt habe ich das auch nicht. Das ist ein Sneaky Ghoul. Leider können wir das nicht entdecken. Es geht aber da oben wieder weiter. Ja, wäre zu überlegen, wo wir jetzt hier weitermachen. Da kommt schon der nächste, dann gucken wir dem noch zu. Warte mal, die Treppe ist von da erreichbar. Würde ja sich gut ergeben, hier durchzugehen, ne? Wo ist denn der Teddybär? Ach, da unten, okay. Geht aber leider nicht weiter den Gang rein, schade. Da oben kommt jemand anders. Er geht wohl wieder zurück. Und wir gucken, was er hier noch so findet. Okay, da ist dann noch ein zweites Dingens und dann kriegen wir das schon weg. Ich glaube, das Spiel... Ne, ist doch nicht in Pause, ich wollte gerade sagen. 11 und 50. Irgendwann wird er abhauen mit den 11 Knochen. Kriegt er ja immer noch was, aber ich glaube, den Rest, das klappt einfach gar nicht. Oh, noch zwei Leute kommen zur Unterstützung hier. Das ist sehr schön. Der erste geht schon rein in den Gang. Ja, der ist bis hierhin und dann geht er wieder zurück und hat nichts entdeckt. Auch sehr schade, ne? Ja. Der Weg bis in den Keller ist zu lang. Da kriegt man dann schon mal Hunger, ne? Ah, hier geht's weiter. Sehr schön. Nusep the Goblin King. Okay, den gab's aber auch schon mehrfach, ne? Und der hier? Ne, den konnte ich jetzt nicht lesen. Was ist das hier? Ein Berserker-Troll, okay. Die sind alles Leute, die wir schon kennen. Sneaky Ghoul, noch einer. Ja, guck doch mal das alle an hier. Ein Riesenraum, oder was? Aber ich sehe nicht das Ende. Sehr schade. Irgendwo wurde gerade Pick-Pick gemacht. War das hier? Wahrscheinlich. Warte, dann können wir da nochmal die Pickhacker dahin machen. Und hier ist nichts passiert. Okay, er geht wieder weg. Ja, sollen wir eine Abkürzung machen? Ich glaube, es dauert zu lange. Dann ist der Raum wahrscheinlich eher entdeckt, wie wir da was durchbuddeln. Hier unten sind schon wieder Leute unterwegs. Helden. Der eine geht nach unten und der andere auch. Sehr gut. Kriegen wir den Raum jetzt beendet, oder? Okay, da ist nichts mehr. Da ist noch einer am Rumlaufen. Lass die Orbi. Ach, guck mal, mach doch gerade die Ecke noch fertig. Dann sind wir doch da durch, oder? Guck doch mal nach oben. Schade, ne? Dann läuft da gleich wieder einer dahin. Naja. Denn ist das halt so. So, jetzt können wir gerade mal schauen. Hier ist ja alles zu, ne? Hier unten geht noch was. Und hier wurde auch schon weiterentdeckt. Oh, hier ist noch so ein Pad. The Burning Pad. Und das hier? Ein Werewolf. Kommt jemand? Nein. Oh, da laufen Viecher hinterher. Alles klar. Ich glaube, der zum Abbauen ist gerade da lang gelaufen, zum Glück. Vielleicht haben wir dann die Chance, dass die beiden da nicht sterben. Okay, er baut auch ein bisschen mehr ab, das ist auch nicht verkehrt. Er geht jetzt woanders abbauen, oder was?
Hier hin. Ja, wäre schön gewesen, wenn er das zweite auch noch macht. So bringt das uns auch nicht weiter. Jetzt geht er wahrscheinlich hier in den noch abbauen oder geht gleich hoch. Geht gleich hoch. 33 sind es noch, also ist niemand auf dem Weg gewesen, der da hoch ist. Und hier kommen ein paar Helden runter, also sind die da nicht gestorben, die hochgegangen sind, ne, würde ich sagen. Okay, er geht hier hin, das ist auch nett. Da unten sind ja noch so ein paar Burning Pets und Ghouls. Ein Werwolf war das. Und da ist jetzt das Pet dran. Das hat sich schon erledigt. Jetzt haben wir hier noch einen Ogre. Noch ein Stone Golem und das ist ein Sneaky Ghoul. Okay, die Helden, die sind schon robust geworden, die wir hier haben, ne? Okay, jetzt gehen wir ein bisschen noch gucken. Ah, da kommt aber schon der nächste, das ist auch gut. Der auch gleich schon hier den Werwolf platt macht. Ja, kann hier jetzt noch ein bisschen entdecken. Ja, was ist das für ein Biest? Ah, ich krieg's nicht, schade. Und wieder zu spät, ne? Ich glaube, ich muss gleich nochmal trauen. Ich drücke mal Pause, weil den weiß ich jetzt. Nexie, the Sneaker Edge. Und das ist die Ogre. Gascon the Ghoul. Ghoul. Okay, da geht's weiter. Können wir weitermachen. Who the Almighty Ogre. Okay. Also hier unten ist alles versammelt, was Rang und Namen hat, oder wie ist das? Der ist ganz schön angeschlagen. Nee, der ist Hilti. Wow. Krass, oder? Gehen wir noch zwei Schritte vor, bitte. Okay. Ein Berserker-Troll, okay. Ein Ogre. Steingolem. Was ist das für einer? Wer Tiger, okay. Na, sehr schön, dann haben wir den Raum auch fertig. Ist die Frage, wo es hier weitergeht. Mal noch ein bisschen was sehen, ob er noch ein bisschen was rauskitzelt hier aus den Räumlichkeiten. Wäre natürlich nicht schlecht. Okay, da geht ein Gang weiter, das ist schon mal geklärt. Und er geht sogar noch hier hoch, sehr gut. Dann geh noch ein bisschen nach hier. Dann sehen wir da auch noch mehr vielleicht. Ja. Noch ein Stück. Noch ein Stück bitte. Da geht auch noch ein Gang und da ist auch noch ein Gegner. Oh, der Raum ist ziemlich groß hier. Stopp mal, das wollen wir uns angucken. Sneaky Ghoul. Wolfie, Queen of the Werewolves. Doug, the Hobgoblin King, hatten wir schon. Siku, the Wolf. Okay. Hier geht noch ein Gang weiter. Da haben wir noch... Ah, nichts Besonderes. Okay. Da haben wir noch drei Gänge hier raus. Das ist schon mal cool. Gibt auch welche, die da jetzt wohl noch was untersuchen. Ne, er geht wieder zurück. War langweilig hier unten. Er macht das Gleiche. Keine Ahnung. Ach, da lag eine Waffe, die er getauscht hat wahrscheinlich. Aber wir kommen hier weiter. Burning Pad. Und da waren zwei, ne, oder? Toponovic, the Zombie, okay. Sehr schön hier. Kommt er weiter? Findet er noch was? Ah, es kommt auf jeden Fall jemand nach. Es wird interessant werden. Gehe ich von aus. Okay, da ist ein Raum. Ein Were-Tiger. Wer ist das hier? Cave Troll. Siku the Wolf. Und hier haben wir noch einen Ogre. Nusep, okay. Und zwei weitere Gänge, sehr schön. Die dann hoffentlich auch entdeckt werden. Ja, einer wird wieder gehen, denke ich. Der andere kam etwas später. Vielleicht haben wir Glück, dass der noch was weiter forscht. Da unten ist es nicht. Die gehen auch zurück. Hier wäre noch was zu entdecken. Ich weiß jetzt nicht, wo gerade eben noch was gemacht worden ist. Hier ist auf jeden Fall nichts freigeschaufelt. Dann gehen wir den Weg weiter. Ah, da war hier oben wohl einer. Auch da geht's weiter. Okay, er sucht noch einen anderen Weg. Hier ist aber nichts mehr zu entdecken.
Läuft erstmal. Okay, hier wäre noch was zu entdecken. Und ich glaube, den machen wir mal hier weg. Könnte vielleicht effektiv, wird auch nicht so unbedingt sein, aber ist egal. Wir werden sehen, wo sie langlaufen werden. So, gucken wir schnell noch nach dem Wasserrad und dann soll es für die Folge auch gewesen sein. Wasserrad noch nicht fertig, dauert also noch. Okay, dann werden wir in der nächsten Folge weiter gucken. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Macht ein Abo, wenn ihr noch keinen habt. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr die Folge gut gefunden habt. Und schaltet euch die Glocke ein, damit ihr das nächste Video von mir auch Benachrichtigung für kriegt. Ne? Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.